Ja, Leute, ich bin mal wieder auf der Suche nach einem Ranked Game in Dirty Bomb. Mal wieder nach dem letzten Update und ja, ihr seht jetzt geschätzte Zeit in der Warteschlange mehr als 30 Minuten. Ich werde in der Zwischenzeit mal meine ganzen Cases aufmachen, die ich bekommen habe in der Zwischenzeit durch die ständigen Logins. Und mal gucken, ob wir was Schönes rauskriegen. Und dann hoffe ich, dass ich nochmal ein Game finde. Oh, eine Silberkarte. Das ist jetzt nicht so schlecht. Aber eine Shotgun. Tschüss. Na, kurz Schnitter. Wow. Ja, ich hoffe, dass ich dann nochmal ein Game finde und mal eine Runde daddeln kann. Republic ist auf Dauer doch nicht so meins. Zu viele Idioten, zu viele Noobs. Gibt's auch im Matchmaking, aber ich hoffe, dass sich die Leute da ein bisschen mehr anstrengen. Wow, eine Bleikarte. Oh, yes. Ich werde übrigens keine Karten mehr höher als Bronze craften, weil das einfach total sinnlos ist. Und mehr als drei Slots gibt es sowieso nicht, das andere ist nur kosmetisch, steht auch immer an jeder Karte, also bei jeder Karte höherer Wertigkeit dazu. Es ist einfach nur, Gold sieht toll aus, deswegen ist sie Gold. Kostet aber mehr Ressourcen und ja. Oh yes. Braucht man also nicht wirklich. Und wir haben bis jetzt nur Kacke bis auf eine Silberkarte bekommen. Wenigstens kann man die Kisten hier kostenlos aufmachen und nicht so wie bei Counter-Strike, wo man die Schlüssel dazu noch separat kaufen muss. Letzte Case. Und Bullshit. Why, thank you. Im Gegensatz zu CS habe ich hier das Gefühl, dass es extra so gemacht wird, dass man immer neben der besseren Karte landet. Mein Gott. Ja. Warum habe ich einen neuen Gegenstand? Den Booster oder was? Wir können jetzt nochmal alle recyceln, die wir nicht brauchen. Ah, ich habe schon alle recycelt, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 von 14 Gegenständen kann ich recyceln. Die Bleikarten bringen auch übelst wenig. Bleieisenkarten recyceln. Letztes Mal auch einfach mal anklicken können. Ja, und die Silberkarte von Amy? Ich habe sogar eine Amy-Silberkarte. Ich werde die Alte nicht spielen. Oh mein fucking Gott. Es ist wirklich passiert. Jetzt müssen wir mal nur gucken, ob wir auch reinkommen. 30 Minuten Wartezeit geschätzt. Letztes Mal hat das gut hingehauen. Jetzt, nach 8 Minuten, doch das Spiel gefunden. Krass. Muss nur noch einer annehmen drücken. Ein Kackvogel muss noch auf annehmen drücken. Und tut es einfach nicht. Ach, das gibt's wohl nicht. Wenn er jetzt wirklich nicht drückt, ne? Ich glaube, er hat eine Minute Zeit. Raste ich richtig aus. ...540 Fragmente für eine Silberkarte und er sucht wieder nach Spiel. Ich könnte kotzen. Oh Gott. Da ist es wieder. Und wieder scheitert es bestimmt an dem einen Proleten, ne?
bestimmt auf Klo kacken oder so. Ich schwör. Der hat gesehen, oh, 30 Minuten, dann gehe ich nochmal auf Toilette. Oh. Ich hab's gewusst, ey. Es scheitert an einer Person. Es ist doch zum Kotzen. Mein Gott, es ist wirklich passiert. Ich bin in-game in einem Ranked Match. Und es ist... Es ist... Das erste Ranked-Game seit dem Update, was ich spiele. Und ich bin jetzt ziemlich gespannt, wie das Ganze jetzt abläuft. Wahrscheinlich ist die Runde schneller vorbei, als ich sie gesucht habe. Also so fucking lange her, ich kann wahrscheinlich gar nichts mehr. Mal. 4 gegen 4? Was soll das denn? War das nicht mal 5 gegen 5? Ach, den joinen erst alle noch. Das geht doch schon wieder gut los. Ich könnte so kotzen. Oh, wir sind wieder einer weniger, weil irgendein Kackvogel wieder abgebrochen hat. Dann haben wir einen Sniper. Ich werde hier richtig grassieren. Heartbeat sensor deployed. Meine Fresse, ey. Schon wieder geil, dass wir einer weniger sind. Gut, dass ihr vorher noch erzählt habt, dass, es nicht so viele Knüppel hier gibt. Und es gibt genug Knüppel und ich gucke auch nicht auf die Spawnzeit, ich Vollidiot. They knocked out the EV. Repair it. Heartbeat sensor deployed. Ist auch super gut mit 4 Leuten in Unterzahl am Angriff auch noch einen Sniper zu spielen. Reload. Oh.
Ich habe keine Muni. Das ist natürlich ungut. Ah, verdammt! So, unser Ingi spielt jetzt Medic, oder was? Ja, sehr clever. In einer Karte, wo man angreifen muss, um das EV zum nächsten Spot zu fahren. Okay, ich häng fest. Geil. Der kann also auch schnell repairen. Was? Fuck, der erst weg. Ich hab nicht gesehen. Was zum Teufel? Ich will gar nicht aufgeben. Please cover the inch. And drive the objective. Und ich krieg vor allen Dingen instant in die Fresse. Was ist denn das gewesen? Ich hab nicht mal einen Headshot gekriegt, bin aber sofort umgefallen. Wo sitzt der denn? Ist das der Sniper? Okay. Alter, boah, Schaden kriegen. Ey, das ist doch wohl nicht zu fassen, Mann. Der nervt mich richtig hart, der Typ. Was denn? Ich hab einfach kein verdammtes Aiming mehr, Mann. Die Waffe macht auch null Schaden. Was? Makes me happy. Der will mich wohl verarschen. Habe ich jetzt meine eigenen Leute gegibt oder was? Reloading. Na. Hä? Also okay, Team Attack ist noch immer möglich. Repairing objective. Das ist so lächerlich, Mann. Jetzt haben wir auch gar keinen mehr, der repairt. Doch, der Reaper. Ach, ich gucke auf die falsche Team. Das falsche Team-Overlay.
So, mal gucken, ob wir da nicht irgendwie was reißen können. Fire support incoming. Großartig. Da liegt er großartig. Was zum Teufel? Wer hat mich da gerade... Nein, das wäre so nice geworden. 2 HP und noch einen umgeschossen. Das wäre echt gut geworden. Deliver the objective. Objective returned. Gut, dass er immer noch seinen Dingens-Typen spielt. Seinen Bushwhacker. Durchgucken, das hat ich auch noch nicht gewusst. Oh, er kam zurück ins Game. Mensch doch. Krasser Dude. Lauf doch bitte. Oh, wo ist denn der denn geflogen? Jetzt an den Stairs. Objective is at the stairs. Pick it up, please. Immerhin eine Zeit gesetzt. Das hätte ich nicht gedacht, aber wir haben es geschafft.